wieder in der Nähe einer Finalteilnahme an einer WM. So, jetzt geht's aber um den Sieg. Rumänien greift an. Larissa Andrea Iordache, Swisscup-Siegerin vor 2 Jahren, möchte den Titel zurückerobern. Die Turnerin von Dinamo Bukarest, die zuerst Balletttänzerin und Rollerbladerin war, die sich dann aber übrigens gegen den Willen ihrer Mutter fürs Kunstturnen entschied. Sie bleibt oben. Dem E-Sprung direkt aus dem Flickflack. Zusätzlich schwierig, ihr Dacke war die Könnerin an dem Balken. Ja, da stellt die Füße auf den Balken, gönnt sich gar keine Pause. Durch geht weiter. Doppelpirouette. Da ist Dynamik drin. Sicher gestanden, der Salto seitwärts, das Element. Und dann das Antippen, weiss ich, ich bin am Schluss vom Balken, jetzt folgt der Schlusssprung. Iordache, gerade wenn die Flickflack streckt, der Salto dreifach geschraubt, hervorragend, vielfältig, unterhaltsam, das hat effektiv Spass gemacht, vom Anfang bis zum Schluss. Larissa Andrea Iordache, Europameisterin an diesem Gerät 2013, im Jahr davor und im Jahr danach jeweils Silbermedaillengewinnerin und auch mehrfache Finalistin an Weltmeisterschaften auf dem Schwebebalken. Sie hält Rumänien im Rennen. An ihr liegt es nicht, wenn Rumänien hier den Swiss Cup nicht gewinnt. Aber ihr Partner, der ist nicht ganz von der, die